Die Frage ist nicht, was dir gefällt. Die Frage ist, ob alles um dich herum dich mag. Hast du dich so gemacht, dass niemand umhin kann, dich zu mögen? Du magst etwas, du magst etwas nicht. Es bedeutet nichts. Denn sowohl was du magst, als auch was du nicht magst, sind zwei verschiedene Arten von Bindungen. Sowohl was du magst, als auch was du nicht magst, verzerrt deine Wahrnehmung. Wenn du jemanden magst, wirst du von ihm in deinem Kopf eine übersteigerte Vorstellung haben. Wenn du jemanden nicht magst, wirst du von ihm in deinem Kopf sicherlich eine übersteigerte Vorstellung haben. Übersteigerte Vorstellung haben bedeutet, dass du die Dinge nicht so sehen kannst, wie sie sind. Wenn du nicht in der Lage bist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, kannst du nie mit dem Leben so umgehen, wie es sein sollte. So übersteigert das Mögen und Ablehnen entweder auf positive oder negative Weise, aber es übersteigert oder verzerrt das Leben. Also ist es nicht wichtig, was du magst. Hast du dich so gemacht? Nicht nur Menschen, einfach alles mag dich. Jedes Wesen um dich herum mag deine Gegenwart. Sogar die Blumen, die Pflanzen, die Bäume mögen dich. Wie können die Pflanzen und Bäume mich mögen? Sie sind sehr empfänglich dafür, wer du bist. Sie sind extrem empfindlich darauf, wer du bist. Sie reagieren entsprechend. Wenn du dich so machst, dass die Erde selbst, auf der du wandelst, dich mag, dann wirst du sehen, dass alles in deinem Leben zu einem Segen wird. Wenn alles um dich herum dich nicht mag, wirst du sehen, alles, was ein Wohlbefinden sein könnte, könnte zu einem Fluch werden. Im Moment gibt es keinen Fluch, der auf dem menschlichen Leben liegt. Es sind Dinge, die die Menschen wollen. Es sind Dinge, nach denen die Menschen streben. Dinge, für die sie arbeiten, nach denen sie in ihrem Leben streben, die sich in Flüche in ihrem Leben verwandeln. Ihre Arbeit, ihr Eigentum, ihre Beziehungen, ihr eigener Körper, ihr eigener Verstand, der Krebs ihres Lebens ist. Leid regnet nicht herab. Niemals regnet es Leid. Es ist nur so, dass Dinge, die du magst, zur Quelle des Leids geworden sind. Wenn du danach strebst, dich so zu machen, dass dir nicht geholfen werden kann, niemand kann umhin, dich zu mögen. Das Leben wird besser erblühen. Alles wird dir sein Bestes geben. Nicht sein Schlimmstes. Aber wenn du dich an das hältst, was du magst, wird das Leben nicht immer sein Bestes geben. Du magst alles haben und trotzdem nichts haben. Bei einem spirituellen Prozess geht es also nicht darum, das zu verfolgen, was man mag, sondern darum, sich so zu machen, dass sogar die Vögel dich mögen, die Eichhörnchen dich mögen. Es geht darum, sich so zu machen, dass jedes Atom in dieser Existenz dich mag, sich dir ergeben will. Wenn die Existenz dir nichts erweist, tu, was du willst, nichts wird im wirklichen Sinne funktionieren.
Du magst etwas tun, du magst etwas werden, du magst deinen Lebensunterhalt verdienen, du magst deinen Lebensunterhalt bestreiten, aber nichts wird passieren. Du wirst einfach einen Zyklus durchlaufen, ohne dass etwas Ungewöhnliches dein Leben berührt. Für diejenigen von euch, die im Ashram leben, ich möchte, dass ihr lernt, zu stehen, zu gehen, zu sitzen, zu atmen, sodass sogar die Steine um euch herum euch mögen. Woher weiß ich, ob sie mich mögen oder nicht? Du wirst es sicher wissen. Wenn du sensibel genug bist, um so zu sein, wirst du auch wissen, wirst du auch sensibel genug sein, um das zu wissen. Wenn du nie sensibel auf diese Aspekte reagierst, wirst du nicht die Sensibilität haben, es zu wissen. Andernfalls wirst du es eindeutig wissen. Werde nicht so, dass dir alles in die Ohren geschrien werden muss. Du musst so werden, wenn du jemand ansiehst, bevor er spricht, weißt du. Dafür brauchst du ein gewisses Maß an Empfänglichkeit. Die Empfänglichkeit kommt einem nicht entgegen, wenn man zu voll von sich selbst ist. Je weniger du bist, desto mehr empfängst du. Je mehr du bist, desto weniger erhältst du. Wenn du zu voll von dir selbst bist, wird dir nichts Größeres als dein Unsinn passieren. Wenn es so etwas wie mich selbst nicht gibt, du sitzt einfach hier, die ganze Existenz wird in dir tanzen. Du wirst ein Instrument des Schöpfers werden. Sonst wirst du ein Bündel an Gedanken, Emotionen, Vorurteilen und Müll werden. Das ist die Wahl, die jeder Mensch hat. Entweder hier als Körperteil des Schöpfers zu existieren, als Ishanga, wie wir sie heutzutage nennen, oder hier als ein Bündel von Gedanken, Emotionen und Unsinn zu existieren, das du zusammengetragen hast. Diese Wahl steht uns jedem Moment unseres Lebens zur Verfügung. Wenn wir uns ständig entscheiden, uns ständig dafür entscheiden, so zu sein. Wenn dieses Bestreben da ist, wird es dich an einen anderen Ort der Anmut bringen, wo jeder Stein, jeder Kieselstein, jeder Felsen, jeder Baum, jedes Atom in der Existenz zu dir in einer Sprache spricht, die du verstehen kannst. Andernfalls bist du allein in dieser riesigen Existenz, fühlst dich ständig unsicher, instabil, psychologisch herausgefordert. Das ist die Wahl. Es ist kein Geschenk, es ist eine Wahl. Man trifft die richtige Wahl, die richtigen Dinge werden passieren. Man trifft die falsche Wahl, die falschen Dinge werden passieren. Es ist eine sehr faire und gerechte Existenz. Ich möchte, dass du das weißt. Sie schont niemanden. Sie schont niemanden. Sie ist nicht wie eine soziale Struktur, in der einige Leute mit falschen Dingen davonkommen können. In dieser Existenz verschont sie niemanden. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Wenn du vom Dach springst, wird dir die Erde das Bein brechen. Ja? Raja Ranka Fakir. Jeder. Keiner wird verschont. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Keine Ausnahmen und niemand wird ausgeschlossen. Jeder, der willig ist, für jeden ist die Möglichkeit offen. Für alle ist auch der Stock da. Du triffst die richtigen Entscheidungen, alles ist offen. Triff die falschen Entscheidungen und alles wird dich auf eine andere Weise durchkneten. Wenn also Schmerz kommt, Leiden kommt, Elend geschieht,
ist es nicht an der Zeit, umherzuschauen. Das ist immer das Problem. Wenn du unglücklich bist, denkst du, dass jemand anderes in Ordnung gebracht werden muss. Nein, 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 nein. Wenn du unglücklich bist, muss dies behoben werden, nicht jemand anderes. Nein, ich bin unglücklich, bring die Situation für mich in Ordnung. Nein, 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 wenn du unglücklich bist, wer sollte repariert werden? Wenn du krank bist, wem sollte die Medizin gegeben werden? Sollen wir sie jemand anderes geben, wenn du krank bist? Wenn du Hunger hast, sollen wir das Essen jemand anderen geben? Nein. Es funktioniert nur, wenn man es dem hier gibt, nicht wahr? Wenn das beim Essen so ist, bei der Medizin so ist, ist das nicht bei jedem anderen Aspekt wahr? Dass wenn du unglücklich bist, muss nicht etwas anderes oder jemand anderes repariert werden. Nur dieses hier muss repariert werden. Nur um diese einfache Tatsache zu verstehen, brauchen Menschen Lebzeiten. Sie denken, dass etwas anderes repariert werden muss. An einem bestimmten Tag ging Shankaran Pillai mit seinen Freunden trinken. Yogis und Säufer sind beide zeitlos, weißt du? Sie wissen nicht, wie die Zeit vorbeigeht. Er ging was trinken. Er wollte um 8 Uhr nach Hause zurückkehren, aber über einem Getränk nach dem anderen vergaß er die Zeit. Als er auf die Uhr schaute, war es 2.30 Uhr. Also dachte er, dass es wirklich spät ist und er will schnell nach Hause zurückkehren, also nahm er eine Abkürzung. Und er ging auf seinen instabilen Beinen über seine Abkürzung und fiel in einen Dornenstrauch. Das ganze Gesicht wurde zerkratzt. In diesem Zustand ging er also nach Hause und versuchte, das Schlüsselloch zu finden. Das dauerte noch eine weitere halbe Stunde. Aufgemacht, ging hinein, ging ins Badezimmer und sah sich im Spiegel an. Er blutete im ganzen Gesicht. Also öffnete er den Arzneischrank, verarztete sich selbst so gut er konnte und kroch leise ins Bett und schlief. Morgens um 8 Uhr nahm seine Frau einen Eimer kalten Wassers und schüttete es ihm ins Gesicht. Er setzte sich auf, sagte, du Idiot, schon wieder getrunken. Er sagte, nein, Schatz, ich habe keinen Tropfen angerührt. Vor 6 Monaten, als ich es versprach, seitdem habe ich keinen Tropfen mehr angerührt. Sie hielt ihm am Shirt fest, zog ihn ins Badezimmer und zeigte es ihm. Das Pflaster war überall auf dem Spiegel. So funktioniert das nicht. Nur jemand, der völlig unbewusst ist, wird solche Dinge tun. Wenn es hier weh tut, wirst du es dort reparieren, weil du völlig unbewusst oder besoffen bist. Wann immer du also unglücklich bist, willst du das und das und das und das reparieren. Nein, nein, nein. Dieses hier muss repariert werden. Wenn du Pflaster auf den Spiegel klebst, heilt es nicht deine Wunden. Du musst dich um die Wunde kümmern und sowohl deine Leiden als auch Freuden werden von innen heraus verursacht. Also muss es hier behandelt werden, nicht irgendwo anders. Je früher du das lernst, desto würdevoller und wunderbarer wird dein Leben werden.